Deutschlandfunk Kultur Musikfeuilleton. Erste Szene. Ein junger Komponist, er heißt Max, geht in einem ausgezeichneten Sportanzug von der Firma H.H. geliefert auf einem Gletscher spazieren. Eine Sängerin, sie heißt Anita, geht in einem ausgezeichneten Sportkostüm von der Firma H.H. geliefert auf demselben Gletscher spazieren. Max und Anita lernen sich auf diesem heute nicht mehr ungewöhnlichen Wege kennen und sie begrüßt in ihm sogar einen bekannten Komponisten. Der Zuhörer begrüßt ebenfalls einen bekannten Komponisten, Puccini. Voll Freude singen sie ein kleines Duett und gehen ab. Der Zuhörer denkt, aha. Womit das Wichtigste dieser Theaterkritik, abgesehen von ihrem exponierten Erscheinungsort, die Rote Fahne, Zentralorgan der KPD, Ausgabe 19. Oktober 1927, zumindest schon einmal angedeutet wäre, jedenfalls wenn es nach jenem aha-denkenden Zuhörer geht. Auch im Theater, so die Ansicht, tut der Theaterbesucher gut daran, das Denken, das Nachdenken nicht einzustellen. Empfohlen ist vielmehr eine Fragehaltung wie folgt. Was trägt sich zu auf der Bühne, auf dem Podium und die Anschlussfrage immer konkret gestellt? Ist es zuträglich? Meistens nicht. So jedenfalls die persönliche Bilanz jenes nach Vorstellungsschluss schreibend weiter nachdenkenden Zuhörers, der im Oktober 1927 in der Berliner Städtischen Oper mit Johnny spielt auf, den Sensationserfolg der Saison in Augenschein nimmt. Hans Eisler. Ein Ereignis, das diesen Musiktheaterbesucher alles andere als überfordert, eher umgekehrt. Kunststück, der Mann ist Profi. Wie Ernst Krenek, dessen im Februar 1927 in Leipzig uraufgeführte Zeitoper Johnny spielt auf, binnen kurzem mehr als 100 Inszenierungen erlebt. Wie Krenek ist auch dieser Berliner Zuhörer Komponist. Und zwar einer mit Anspruch. Von seinem Lehrer hat er gelernt: Kunst kommt nicht von Können, kommt nicht von Kulinarik und schon gar nicht von Sensationsheischerei. Kunst kommt von Müssen. Viele Wege stehen offen, nur nicht der Mittelweg. Originalton Arnold Schönberg, bei dem Hans Eisler bald sogar als Lieblingsschüler ein Privatstudium absolviert. Mödling bei Wien, 1919 bis 1923. An dessen Ende der talentierte Eleve ein Stück Musik vorlegt, das den strengen Lehrer rundum begeistert. Ein Opus 1, das Erwartungen weckt. Eisler Hans, neben Berg Alban, neben Webern Anton, bald des Meisters dritter Premiumschüler, ein neuer Stern am Himmel der Kunstmusik. Schönberg hofft vergebens. Eine Künstlerkarriere abseits der Welt kommt für Eisler nicht in Frage. Die Verhältnisse sind nicht so. Zu viel arbeitet da noch in ihm. Beispielsweise die Erfahrung eines Weltkriegs, an dem er Exklusivbeschimpfung seines Bataillonskommandeurs als stinkender Sozialist teilnimmt.
an dessen Ende dann noch anderes folgt. Ein abgedankter Kaiser, je eine ausgerufene Republik und Revolution, ein Doppelmord, Liebknecht Luxemburg, eine Hyperinflation. Soll all dies etwa keine Folgen haben für die Kunst? Schon familiär mit sozialistischem Hintergrund ausgestattet, die Schwester, der Bruder sind prominente KP-Mitglieder, will Eisler von beidem nicht lassen. Nicht von seinen radikal-politischen Ansichten, nicht von seiner radikal-künstlerischen Musik. 1926 kommt es zum Bruch mit Schönberg. Er entfernt sich schimpfend, wie er später sagen wird, um schon 1927 für die Rote Fahne in Berliner Konzerten, Berliner Theatervorstellungen zu sitzen. Freilich bei anhaltender Schönberg-Bewunderung. Lebenslang wird er sie hochhalten und nicht nur privat im Hinterkopf. Die Grundsätze dieses konservativen Revolutionärs in seinen Worten? Redlichkeit in der Musik, Verantwortlichkeit in der Musik, Fehlen von jeder Angeberei. Keine schlechten Voraussetzungen, auch für einen Musikkritiker Hans Eisler. Ethos stimmt, Ausbildung stimmt, Hintergrund stimmt. Es ist dies die Ausgangskonstellation, weswegen dann aber auch klar ist, trifft ein solcher Art geschulter Kritiker auf eine fürs Spielzeitjahr 1927 ausgerufene Novität, die den Kriterien nicht standhält? Potpourri von D'Albert, Puccini bis Stravinsky. Dann ist das genauso, als ob zwei Fahrzeuge auf Kollisionskurs liegen. Theater-Gau. Unvermeidlich. Gleich die erste Musikkritik, die Hans Eisler fürs Feuilleton der Roten Fahne liefert, wird ein Verriss. Wenn auch in den nächsten Szenen ein Auto und eine Lokomotive auf der Bühne erscheinen, so wird es doch um nichts interessanter. Denn in diesem Auto sitzt der Komponist Max und singt klägliche Sentimentalitäten, die er auch ohne Auto von sich gegeben hat. Fazit? Trotz des mondänen Aufgusses, ein genauso breiiges, kleinbürgerliches Stück wie die meisten Opern der modernen Komponisten, trotz Autos und Lokomotive, nichts von unserer Zeit, nichts, was uns interessiert und fesselt. Klare Worte, wie sie Eislers Feuilleton-Redakteur bei der Fahne schätzt. Alfred Durus, Künstlername für Alfred Kemeny, ein Exil-Ungar, geflohen vor der Horthy-Diktatur, der Sowjetunion verbunden, für die er am Ende als Offizier der Roten Armee sogar noch in den Abwehrkrieg gegen Hitler-Deutschland ziehen wird. 1927 dient Durus der proletarischen Sache, ebenso wie sein freier Mitarbeiter Eisler, noch auf dem Umweg der proletarischen Kulturbewegung, wie dies ein KPD-Parteitag im März 1927 in Essen dekretiert. Andererseits, was hat ausgerechnet ein Feuilleton in einem kommunistischen Kampfblatt zu suchen? Ist das nicht bourgeois? Tatsache ist, als Eisler anfängt, für die Rote Fahne über Musik zu schreiben, hat sie ein Feuilleton. Was der ins Rennen geschickte Musikkritiker freilich in keinem Augenblick als Freibrief zum Phrasendreschen missversteht. Er schon als weiteren Mosaikstein begrüßt auf seinem Durch- und Eilmarsch zur Kampfmusik. Sieht man ihn noch im Juli 1927 an der Seite von Paul Hindemith beim Festival Deutsche Kammermusik Baden-Baden, wird der Umschwung wenig später öffentlich. Eintritt in die Künstlervereinigung Novembergruppe, Mitarbeit in der Agitprop-Gruppe Das Rote Sprachrohr, Vorträge an der Masch der marxistischen Arbeiterschule. Dazu kommt das Salz in dieser neuen Suppe, der neue Ton des Komponisten Hans Eisler. Dezember 1927, Konzert der IGNM, der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik. Mariechen, du dummes Viechen. Ich reiße dir ein Beinchen aus, dann musst du hinken auf deinem Schinken, dann musst du hinken.
Schönberg, Ade. Der satirische Künstler betritt die Bühne. Genau genommen erweitert der satirische Künstler die Bühne. Und zwar um die Straße. Und das Material für den Komponisten erweitert er gleich mit. Der dann im nächstbesten Moment den Theoretiker in sich aufruft. Ein Aufsatz zur Zeitungskritik erscheint. Eine Art Begriffsfundament zum Thema Zeitungskritik praktisch. Überhaupt die Zeitung. Eisler liest sie jetzt auch im hinteren Teil sehr genau. Das Wichtigste an jeder Zeitung sind der politische Teil, der Wirtschaftsteil und die Annoncen. Ergebnis? Opus 11, Zeitungsausschnitte. Da kommt der deutsche Männerchor, der singt dir ein schönes Liedchen vor. Alles ist nun parallel. Der neue Klang, die um die Straße erweiterte Bühne, das erweiterte Material, aber auch das in Vorstellungen gehen geht weiter. Nicht in erster Linie jedenfalls nicht, um dem Satiriker Futter zu geben, was freilich unvermeidbar ist und Quelle der ebenso vergnüglichsten wie geistreichsten Musikkritiken, die im deutschen Blätterwald niedergegangen sind. Nur für Eisler geht es um mehr. Gilt sein Einsatz doch auch an dieser Front der Redlichkeit, der Verantwortlichkeit in der Musik? Sitzt er im Parkett, will er auch als rote Fahne-Rezensent alles sehen, alles hören. Die schöne Stimme, die exzellente Orchesterleitung, den großen Orchesterklang. Wieso auch, fragt er sich, soll die Arbeiterklasse, um die ich mich so inständig bemühe, am Ende aufs Beste am Theater verzichten? Weswegen er, en passant, beim Verreißen der Johnny-Oper etwas einklagt, wovon seine Klientel sicherlich wenig weiß. Über die Musik wäre zu sagen, der sonst begabte Krennic hat hier vollkommen versagt. Auffallend ist vor allem, wie schlecht instrumentiert sie ist. Die eingestreuten Tanzstücke sind sehr dürftig. In jedem Kaffeehaus kann man heutzutage bessere hören. Ein Muster schält sich heraus. Selbst wenn Stück und Musik durchfallen, jede der gut zwei Dutzend Kritiken, die Eisler 1927-28 als Berichterstatter der Roten Fahne abliefert, thematisiert neben dem Was auch das Wie. Die Städtische Oper hat sich mit diesem Werk außerordentliche Mühe gegeben. Die Regie Karl-Heinz Martins ist sehr bemüht, kann aber auch nichts mit dem Buch anfangen. Von den Darstellern Ludwig Hofmann als Johnny und Margret Pfahl-Wallerstein als Stubenmädchen sind gut. Auch der Dirigent Georg Sebastian ist sehr tüchtig. Auch für den Musikkritiker Eisler liegen die Dinge nicht anders als zu jeder anderen Musikkritikerzeit. Die Themen gibt der Spielplan vor, weswegen der rasende Reporter eine Woche nach Johnny gleich wieder in der Städtischen Oper sitzt. Gluck, Orpheus, ein Evergreen. Aufführung in der Städtischen Oper war großartig. Bruno Walter holte wirklich das Letzte aus der Partitur heraus. Einige Striche wären noch zu empfehlen. Die Regie Karl-Heinz Martins und die Bühnenbilder Cäsar Kleins hielten sich auf gleicher Höhe. Auf der Bühne sehr gut studierte Chöre und die wunderbaren Mimen Maria Müller, Sigrid Onegin. Nur Margarete Perras als Eros war etwas schwach. Im Ganzen eine der besten Aufführungen der letzten Jahre und schon als solche hörenswert. So geht das weiter. Debussy, Péléas et Mélisande, wieder unter Martin und Walter. Thank you.
Dass der Regisseur Karl-Heinz Martin diesem Stück hilflos gegenüberstand, war kein Wunder. Trotz einzelner Schönheiten der Musik, von den Darstellern wäre vor allem Ludwig Hofmann zu nennen, trotz der wunderbaren Leitung Bruno Walters, eine überflüssige Oper für überflüssige Menschen. Aber selbst diese überflüssigen Menschen waren bei der Erstaufführung sehr gelangweilt und wankten gähnend nach Hause. 10 Tage später ein Höhepunkt. Rote Fahne, 22.11.1927, Eisler aus dem Häuschen. Beethovens Fidelio ist ein ganz großes Meisterwerk, ist eine der bedeutendsten Opern überhaupt. Diese Oper hat den Schwung und den Geist der Revolution. Der Heldenmut einer Frau verhindert den Mord an einem politischen Gefangenen. Der Diktator wird gestürzt und mit einer großen Verbrüderungsszene schließt das Stück. Es gibt nicht viel neue Stücke, die so aktuell sind wie dieser veraltete Beethoven. Andererseits, wo bitteschön ist der Glanz zu diesem Glanzstück der Opernliteratur? Otto Klemperer, die Sensation des heurigen Musikwinters, hat dieses Werk neu herausgebracht. Er hat mit vielen Aufführungstraditionen gebrochen und hat gut daran getan. Vor allem ist zu loben, dass er vor dem letzten Bild die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 nicht mehr spielen lässt und dadurch der großen Verbrüderungsszene eine ganz neue, starke Wirkung abgewinnt. Der ganze zweite Akt war musikalisch überhaupt eine starke Leistung. Im ersten Akt waren aber leider die schönsten Nummern wie das Quartett und der Gefangenenchor etwas steif und matt. Auf der Bühne fehlten vor allem schöne Stimmen. Klemperer duldet keine Stars an seiner Bühne. Gewiss, sehr richtig. Aber deswegen kann man doch nicht auf schöne Stimmen verzichten. Am besten von den Sängern war der Floristan des Hans Fidesser. Bruse Pauli sah als Fidelio wenigstens ganz gut aus. Eine gute Portion Wiener Schmäh muss sein. Auch in einer preußischen Linkspostille. Apropos Beethoven. So wie für den Musikkritiker Eisler das Jahr 1927 mit Beethoven zu Ende geht, so hatte es für ihn auch angefangen. Seinen allerersten Beitrag fürs Rote Fahne Feuilleton modelliert er termingerecht als großen Grundsatz- und Huldigungsartikel. Ludwig van Beethoven zu seinem 100. Todestage am 26. März. Ein Fanfarenstoß. Schluss mit der bürgerlich-kunstreligiösen Verklärung. Beethoven hat neue Hörer verdient. Er war kein Komponist des Proletariats. Und doch gehört seine Musik uns, der aufsteigenden Arbeiterklasse, nicht aber der Bourgeoisie. Das Personalpronomen hier gesperrt. Uns gehört er, der Arbeiterklasse, worin natürlich viel Wunschtraum mitschwingt. Bis ins Schönberg-Verabschiedungsjahr 1926 sind Eislers Kontakte zur Welt der Lohnarbeit ja eher sporadisch. Und wenn, dann über die Kunst gestiftet. Weswegen er für seine familiär-proletarischen Anteile im Zweifelsfall auch nicht den Vater reklamiert, einen angesehenen Wissenschaftler und Buchautor, sondern mit der Mutter, die Tochter eines in einer Fleischfabrik beschäftigten Großvaters. Ansichtssache also, ob man darin proletarischen Stallgeruch wahrnimmt oder mehr die Koketterie damit. Die Stärke dieser Vita liegt sowieso woanders. Im Arbeiterkultischen jedenfalls nicht. Eher dort, wo sich diese Stimme auskennt, wo das Wort eines Hans Eisler Gewicht hat, auch wenn mancher Fingerzeig ganz fantastisch anmutet, wie etwa die große Hoffnung auf eine ganz neue Beethoven-Rezeption. Von seinen Kammermusikwerken ist den Arbeitern wenig bekannt, da die Kammermusik unrichtigerweise als eine aristokratische Kunstgattung betrachtet wird. Wenn erst die Kammermusikvereinigungen, und zwar die besten, sich der Aufgabe unterzogen haben werden, die Streichquartette Beethovens den Arbeitern vorzuspielen, wird sich sehr bald herausstellen, dass diese von den Arbeitern verstanden werden. Das Gleiche kann man von seinen zahlreichen Klavierwerken sagen, die nur
ohne Virtuosenmätzchen, aber mit vollkommener Beherrschung der Technik vorgetragen zu werden brauchen, um auf jeden musikalischen Hörer einen tiefen Eindruck zu machen. Der Name fällt hier nicht, und doch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dies als Echo zu lesen auf eine pianistische Pioniertat, die zum Zeitpunkt, als Eislers großer Beethoven-Artikel in der Roten Fahne publik wird, noch in aller Munde respektive Ohren gewesen sein muss. Berlin, Januar, Februar 1927. Arthur Schnabel spielt sämtliche 32 Beethoven-Sonaten an 7 Abenden. Als zyklischen Vortrag, an sich schon singulär, hatte vorher noch niemand gemacht. Ebenso singulär der Aufführungsort, die Adressierung. Bewusst geht Schnabel nicht ins Konzerthaus, spielt nicht in repräsentativer Umgebung, wie etwa im Bechsteinsaal in der Linkstraße, nähe Potsdamer Platz. Schnabel geht in die Volksbühne am Bühlerplatz, ein Theater, das man mit Arbeitergroschen errichtet hat, das sich unter dem Theaterreformer Erwin Piscator in diesen Jahren ganz dem proletarischen Berlin öffnet. Es gab sie also bereits schon, die Interpreten ohne Virtuosenmätzchen, die mit vollkommener Beherrschung der Technik bereit waren, vor einem anderen, mit der Klassik fremdelnden Publikum aufzutreten. Das Spielzeitjahr 1927 ist noch nicht richtig zu Ende. Da wird der derart revolutionär hochgestimmte Musikkritiker auch schon wieder von der Realität eingeholt. Ende Dezember 1927 sitzt Eisler im Berliner Theater am Kurfürstendamm. Premierenabend der zeitkritischen Kabarettrevue Rund um die Gedächtniskirche. Autoren Friedrich Holländer, Moritz Seeler. Überschrift Eisler, die Rote Fahne, 30.12.1927. Von kleinbürgerlicher Satire. Eisler krempelt die Arme hoch. Wenn der Kleinbürger Bedürfnis hat, seinen Humor, seinen Witz, seine Satire zu entfesseln, dann macht er es so. Er baut sich seinen Feind wie eine Theaterkulisse, ficht mit seinem Degen wie ein großer Kriegsheld und in den meisten Fällen gelingt es ihm auch, dieser Pappendeckelfigur den Kopf abzuhauen. Zu solchen Gedanken kommt man, wenn man in das Theater am Kurfürstendamm geht und eine der Revuen besucht, die gewöhnlich Herr Friedrich Holländer verfasst. Eine Haller-Revue, 1000 süße Peinchen oder James Klein, alles nackt, sind wahre Kunstwerke gegen diesen Schund. Denn sie sind wenigstens ehrlicher, wollen nur Geld verdienen mit hübschen, ausgezogenen Mädchen. Anders als den Rote-Fahne-Reporter hat Holländers Gedächtniskirchenrevue die zeitgenössische Tageskritik in Schwärmen versetzt. Eislers Ekelreaktion mag mit einer gewissen Art zu tun haben, wie das politische Ressentiment hier unter der moralischen Gürtellinie operiert, schenkelklopfend, feixend. In dieser Revue kommt in einem Couplet der Satz vor: Was hat Piscator mit der Politik zu tun? Und da bricht das Kurfürstendamm-Publikum in einen johlenden Beifall aus. Das bedeutet, Piscator ist sehr begabt. Das kann man ihm nicht absprechen. Also spricht man ihm seine Gesinnung ab. So viel zum Was. Und wie steht es abschließend mit dem Wie? In diesen Revuen des Kurfürstendammtheaters wirken immer ein paar begabte Schauspieler mit. Star dieser Aufführungen aber sind immer die Bühnenarbeiter und Garderobenfrauen, die diesen Unfug mitmachen müssen. Und leider auch der geplagte Kritiker. Viel wird sich daran auch im Folgespielzeitjahr nicht ändern. Es hagelt nur so Eislersche Verrisse. Gounod, der Arzt wider Willen. Kost für den Kleinbürger. Händel, Ezio. Einer der langweiligsten und lächerlichsten Abende der Saison. Hindemith, Kardiak. Bei aller Anerkennung für die große Begabung, das Stück eine Flucht aus der Zeit. Jules Massenet, Manon. Zu Unrecht ausgegraben, selbst Maria Ivogyn kann die Aufführung nicht retten.
Strawinsky, Ödipus Rex. Flucht in die Vorvergangenheit. Hugo Wolf, der Corregidor. Wechselbald von schwülstigem Pathos und hübscher Lyrik. Nur einmal noch gerät auch der kritische Rote Fahne-Kritiker ins Schwärmen. Und zwar so sehr, dass man den Eindruck nicht los wird, als wolle er jeden einzelnen Genossen persönlich bei der Hand nehmen, um ihn zu seinem Platz in der städtischen Oper zu geleiten. März 1928. Es ist Hans Eisler, der dafür sorgt, dass auch das Feuilleton der Roten Fahne diese Hochzeit des Figaro mitfeiert. Ausgiebig. Man kann allen Genossen, die in der Volksbühne oder in der Sonderabteilung organisiert sind, nur empfehlen, diese sehr hübsche Aufführung, Bruno Walter und eine Reihe sehr guter Sänger, Gutmann, Reidel, Schöne, zu besuchen. Es ist ein wunderbares Werk. Eines der schönsten der gesamten Opernproduktion der letzten 300 Jahre. Thank you.